Verschwinden, fort sein, sich auflösen, Schicht für Schicht. Davon erzählt Mirko Bonnet in seinem Roman Nie mehr Nacht. Ich wollte nicht, dass immer alles erklärbar war, alles gesichert, so dass einem nichts zustieß. Es ist die Geschichte eines Ausbruchs. Ein Mann fährt mit seinem pubertierenden Neffen an die französische Atlantikküste. Er soll für ein Magazin jene Brücken in der Normandie zeichnen, die bei der Landung der Alliierten 1944 eine entscheidende Rolle spielten. Es ist natürlich auch ein symbolisches Bild. Tatsächlich ist es ja so, dass die Brücken in Markus Lees Umfeld allesamt zusammengebrochen sind oder abgerissen wurden. Seine Schwester hat sich kurz zuvor das Leben genommen. Er flieht. Vor der Trauer und vor einem Geheimnis. Ich glaube, Markus Lee hat Angst vor dem Leben, vor Berührungen mit dem Leben, mit anderen Menschen, insbesondere mit Frauen, weil er eine katastrophale Liebesbiografie hingelegt hat. Sich zu verlieben in die eigene Schwester ist ja kein paradiesischer Zustand. Mirko Bonnet verwebt eine private Tragödie mit einer historischen. Eine Road Novel über Narben, in der Seele und in der Landschaft. Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Auseinandersetzung mit dem Tod. Und das Besondere an dem Buch, das Herausragende ist, dass trotz dieses sehr dunklen Motivs dieses Buch sehr schwebend und suggestiv erzählt wird, dass es eine ganz eigene, feine Atmosphäre hat, dass Mirko Bonnet erzählerisch zu keinem Zeitpunkt auftrumpft, sondern dass er sich dem Thema des Todes auf sehr unterschiedlichen Ebenen, aber sehr menschlich nähert.